Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Loot. Endlich mal wieder eins, denn die Wootbox ist leider immer noch zu mir unterwegs. Aber die Loot-Chests, die machen es besser. Die verschicken nämlich alles gleich direkt am selben Tag. Finde ich bei Wootbox auch ganz gut, dass dann da nicht so ein paar Wochen zwischen den einzelnen Unboxings und so sind. Aber jetzt haben wir hier die Loot-Chests, meine allererste Loot-Chest. Und ich finde so die ganze Aufmachung vom Karton schon ganz cool. Loot-Chest gilt ja bei vielen auch als die Lootbox schlechthin in Deutschland. Ich habe bisher, was ich gesehen habe, eigentlich immer nur Gutes gesehen. Ich glaube, eine Box, die gefiel mir so nicht so. Aber ganz klar, muss ich es auch selber mal ausprobieren. Und das mache ich jetzt. Aber erstmal wieder mit meinem Boxenstein hier schön aufmachen. Die Loot Chest ist mich auch ideal für die Art, wie ich sie mache. Ich halt immer hier so diese Klappe. Und da kann man immer hier so schön, wenn sie will, aufmachen, ohne dann direkt sich zu spoilern und da reingreifen. Und wir haben hier einmal einen Loot Cheat. Hinten ist nochmal Werbung für Assassin's Creed, den Film, drauf, wo ich schon richtig gespannt bin. Ich hoffe, dass ja auch das ein oder andere Item Assassin's Creed hier drin sein wird. Würde mich auf jeden Fall freuen. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das oberste irgendwie rausnehmen. Das ist, glaube ich, das hier. Und wir haben hier Eikix. Schokkick. Vanilla Cream. Kenne ich noch gar nicht. Habe ich noch nicht mal irgendwo im Laden gesehen. Finde ich eigentlich ganz cool. Loot Chest hat immer da so was Süßes mit dabei. Und die Nerds zum Beispiel, die kenne ich auch nur von Loot Chest. In Deutschland habe ich die Nerds noch nicht zu kaufen gesehen. Aber wo ich dieses Jahr in Paris war, die hatten die, habe ich mir direkt welche gekauft. Schmecken auch sehr gut. Deswegen finde ich es das cool, dass man dann auch mal hier so eine Süßigkeit drin ist, die man noch nicht kennt. Vielleicht in Deutschland auch gar nicht erhältlich ist. Es hat halt ein bisschen was. Das scheint aber auch echt sehr viel diesmal drin zu sein. Das nächste. Und wir haben hier einen Mikrofaserbrillenputzbeutel im Star Wars The Force Awakens Style. Ja, finde ich jetzt nicht so. Also Star Wars Car, super Film. Auch der neue richtig geil. Ich finde den super, richtig gut gemacht, den neuen Film. Das ist ja die Büroklammer da an dem Bändel dran. Toll, jetzt habe ich ja nicht meine Krokodil-Klammer-Dingens-Kirchens zum Aufmachen. Aber das kriegen wir auch so lose. Also ich finde den neuen Film echt super. Prinzipiell, an und für sich, ein, ich sage immer, unnötiger Star Wars, weil er die Handlung der alten Filme jetzt nicht unbedingt, also zwingend erforderlich macht, dass man den gesehen haben muss. Er erklärt jetzt nicht irgendwie, warum, weshalb, weswegen. Ne, die haben halt die Pläne erbeutet und das wusste man ja vorher auch schon. Aber die Story an sich ist ziemlich cool gemacht, passt super in die Reihe rein, kann ich nur empfehlen. Und deswegen finde ich ein bisschen schade, dass sie halt jetzt hier so ein bisschen Merch von dem alten Film aus letztem Jahr bringen. Aber ich finde diesen Boy an für sich jetzt mal interessant. Hier sind die Tuba verkehrt rum. Einmal hier, da. Also es ist tatsächlich so ein Mikrofaser. Und dann kann man quasi seine Brille drin aufbewahren und auch gleichzeitig putzen. Ist eigentlich ganz witzig. Da ich keine Brille habe, werde ich da wahrscheinlich irgendwas anderes mitmachen. Ich habe keine Ahnung, was wird sich zeigen. So, dann haben wir hier schon das nächste. Und das ist einmal Spectre, James Bond. James Bond ist auch richtig geil. Ich vermute mal. Ja, Playing Cards, genau. Ein Spielkartenset von James Bond Spectre. Dann schauen wir mal direkt rein. Das scheinen mir ganz normale Karten zu sein. Bleibt ab. Und dann haben wir hier Spielkarten mit Motiven aus dem Film Spectre. Ist eigentlich ganz nett. Aber finde ich, hätte man sich mehr Mühe geben können. Es ist halt wieder schön, dass man hier so die Bilder hat. Hinten ist einfach nur Spectre, das Logo. Ja, also ich will jetzt nicht jede einzelne Karte durchgehen. Es hat auf jeden Fall jede Karte ein Bild aus dem Film Spectre. Ganz nett. So, dann schauen wir mal. Okay. Reicht mal. Jetzt wird das T-Shirt sein. Das kommt bei mir immer zum Schluss. Nehmen wir einfach mal das hier vorne. Und hier haben wir, das ist cool. Ein Pac-Man-Klingelwecker. Sieht auch richtig witzig aus. Ich wollte immer mal als Kind früher so einen typischen Wecker haben, der so richtig so scheppert und klingt.
Habe ich aber irgendwie nie gehabt. Und jetzt habe ich einen Pac-Man Klingelwecker, den nochmal ohne Verpackung. Der sieht echt cool aus. Mal eben gucken, ob man hier nicht einfach mal eben. Da muss man bestimmt Batterie reintun, ja. Ist keine Batterie drin. Aber der lässt sich jetzt auch nicht einfach manuell bewegen hier irgendwie. Schade. Einfach mal gerne dieses Gedöne hier, also das Klingel. Den geht jetzt leider nicht, aber sieht an und für sich ganz cool und witzig aus. Ob ich mich damit wecken lasse, ich glaube nicht mein Handy, das reicht mir. Es funktioniert bisher ganz gut. Aber es ist auf jeden Fall witzig und sieht cool aus. Dann haben wir hier noch was, was interessant sich anfühlt. Also ich glaube, wenn ich die hier am Christbaum mache, bringt mich meine Freundin um. Eine Darth Vader Christbaumkugel. Ich finde es irre witzig. Aber wie gesagt, das wird sich wahrscheinlich bei uns nicht an Christbaum kommen. Muss ich einfach mal so machen. Das Video guckt sie nicht. Einfach da mal vor am Christbaum dranhängen. Ein bisschen versteckt, dass man es nicht direkt sieht. Aber dieses Jahr haben wir selber gar keinen Christbaum. Einfach ein bisschen zu wenig Platz hier. Ja, ich finde es witzig. Definitiv. Es ist auf jeden Fall gut nerd und geekig. Es ist halt Kunststoff, ne? Bisschen die Schweißnadel halt sieht man hier. Aber wenn das am Christbaum, mein Gott, diese Kugeln, die so an dem Christbaum hängen, die sind jetzt eh nicht unbedingt die hochwertigsten schlechthin. Da ist das schon, ich finde es ganz cool. Oder irgendwo anders hinhängen. So, dann hier wieder ein T-Shirt und dann ist da noch irgendwas drunter, was sich anfühlt wie eine Getränkedose. Und also jetzt schon allein von dem Gefühl her, so wie sich diese Dose anfühlt und auch allein wegen Star Wars jetzt mit dem Film, würde ich jetzt vermuten, dass das eine Dose Space Punch ist. Das habe ich mal beim Real gesehen und habe es probiert. Das war irgendwie so komisches Himbeere-Zeug. Mir hat es selber nicht geschmeckt, ein Freund von mir schon. Das hat noch leer getrunken. Und das fühlte sich halt so matt an. Und es würde jetzt einfach passen. Aber ich glaube, Lutschest hatte die sogar schon einmal. Und es ist. Ah, okay. Es ist kein Space Punch. Es ist Assassin's Creed. Ein Drink. Schön hier zum Assassin's Creed Film von PowerPoint Energy. Kenne ich nicht. Ist ein klassischer Energy Drink, wie es hier drauf steht. Ja, kann man auch was gewinnen. Ja, könnte mal. Ja, hoffe, dass es funktioniert jetzt. Es ist ein QR-Code hier, Teilnahmebedingungen. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich denke mal, diese Codes sind allgemeingültig. Also, deswegen könnte wahrscheinlich jeder dann mitmachen. Koffeinhaltiges Molke-Mischerzeugnis mit Zusatz von Vitaminen. Also stinknormaler Energy-Drink und pfandfrei. Finde ich nicht richtig. Ich finde, solche Dosen sollten überall immer Pfand drauf sein. Ich finde das komisch, dass man mal Pfand hat und mal nicht. Das verwirrt nur. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie da 25 Cent noch raus haben will aus der Box, sondern einfach nur aus Prinzip. Ne? Bin ich mal gespannt. Ach, ich glaube, komm. Ich mache das jetzt einfach auf. Das riecht ganz normal wie Red Bull. Schmeckt eigentlich auch genauso. Wobei ich jetzt auch echt nicht der Experte bin, was Energy Drinks angeht. Ich denke immer vom Accent her, das billige Zeug, zuckerfrei. Mir schmeckt das genauso. Finde ich ganz gut. Komme ich ganz gut mit klar. Die Dose schmeckt auch ganz cool. So. Und dann haben wir hier nur noch Stoff. Und das wird wahrscheinlich ein T-Shirt sein. Und die Farbe. Sieht schon mal sehr gut aus. Ich hatte schon mal ein T-Shirt mit so einer Farbe, wo ich dachte, die Farbe sieht schon mal sehr gut aus. Und es war auch Superhelden, das Thema. Gut, das ist jetzt hier nicht themenbezogen. Also es ist eigentlich sehr gut gemischt, keine Frage, finde ich ganz gut. So. Und wir haben hier, wobei das T-Shirt eigentlich noch recht cool ist. Ich glaube, Sheldon von Big Bang hat das auch. Hier einmal der Flash. Nochmal hier in groß. So ein bisschen abgetragen sieht das aus. Eigentlich ganz cool. Weil es einfach nicht irgendwie was groß drauf steht und so. Das finde ich schon ein ganz cooles T-Shirt. Justice League ist hier irgendwie oben. Ist also ein zensiertes T-Shirt. Ja, kann man nochmal sehen. Bin jetzt kein Superhelden-Fan und Experte. Aber den Flash, den erkenne ich dann doch schon. Fühlt sich auch ganz gut an. Wie eigentlich immer die T-Shirts, die da so drin sind. Und doch, das ist schon, geht ganz in Ordnung. Finde ich ganz cool. Und das ist halt ja, wie gesagt, eh eine gemischte Box.
nicht irgendwie mit dem Thema so vor. Also von daher kann man sich eh nicht beschweren, was man drin hat. So, das war's dann. Die Loot-Chest, die ist leer. Zack, zack, da. Habt ihr gesehen, nichts mehr drin. Ich finde die Ausbeute eigentlich echt gut. Ja, klar, wie gesagt, Superhelden trifft mich ja immer nicht so, ist nicht mein Geschmack. Aber an und für sich, die Box, eine super geile Mischung, muss man schon sagen. Das war cool hier mit dem Keks und dem Energy Drink. Wäre es jetzt wirklich mal irgendwie mal wirklich geschmacksmäßig was anderes, finde ich es noch irgendwie cool. Aber wobei so ein richtiger Energy Nerd, der wird wahrscheinlich sagen, ah, das schmeckt ganz anders als so und so. Ich merke da keinen Unterschied. Spielkarten kann man immer irgendwie gebrauchen. Ist ganz nett. Die Weihnachtskugel finde ich, wie gesagt, sehr witzig. Dann dieses Brillenputzbeutel. Ich weiß nicht, ob man da wirklich seine Brille mit putzen würde. Aber drin aufheben ist ganz in Ordnung. Und vor allem der Wecker, den finde ich ziemlich cool. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwo eine Batterie habe. Dass ich mir den da mal einstelle. Pac-Man ist immer geil. Tja, aber dann wollen wir mal in das Loot-Chest gucken. Da haben wir hier so ein bisschen Infos. Und dann haben wir hier Gewinner und Gewinne des Monats. Irgendwie, wenn man sein Unboxing bei YouTube irgendwie teilt und man hat ein laufendes Abo, dann kann man hier was gewinnen bei Loot Chest. YouTube Don Roscoe. Könnt ihr mal vorbeischauen. Ich kenne ihn jetzt nicht. Dann haben wir noch hier Pummel Einhorn, die arbeiten ja mit Loot Chest zusammen. Und dann haben wir hier die einzelnen Items. Einmal das T-Shirt für 19,95, der Wecker für 14,95. Nochmal, die sind aber eigentlich witzig. Also hier diese Pummel Einhorn Kugeln finde ich sogar noch cooler als in Darth Vader. Einfach weil sie klassische, also ich bin eher so ein Fan von diesen klassischen. Und das sieht eigentlich ganz cool aus. Das Spielkartenset. Hier kostet 4,95 €. Dann das Putzbrillen-Etui. Das kostet auch 4,95 €. Der hat auch verschiedene Motive gegeben. Ich habe ja das hier mit den Stupern. Ich glaube, hier mit Kylo Ren hat es mir am besten gefallen. Aber ich finde es eigentlich alle ganz okay. Dann der Assassin's Creed Energy Drink. Der Preis, der ist auch sehr gut. Der ist einfach lecker. Und der Keks hier, Mini-Kuchen, Entschuldigung, das ist ein Mini-Kuchen, kein Keks. Just Delicious, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und das Plus-Item habe ich ganz vergessen zu sagen. Ich habe nämlich das Plus-Item dabei, ist hier die Darth Vader Christbaumkugel. Wobei ich glaube, der Trooper hätte mir sogar noch besser gefallen. Also ich mag zwar Darth Vader auch sehr, aber die Troopers finde ich eigentlich noch cooler als Darth Vader. Aber ist trotzdem ganz cool und schön nerdig. 9,95 € ist vollkommen in Ordnung. Finde ich ganz gut. Dann haben wir hier nochmal irgendwie Werbung oder so für James Bond. Da muss ich auch noch die ganzen alten Filme gucken. Wir sind gerade mit Sean Connery durch. Müssen wir auch mal weiter gucken. Und dann hier noch einmal ein bisschen für von dem Assassin's Creed Energy Drink. Weil wenn sie schon umsonst dabei sind, soll ja auch gegönnt sein, dass sie da Werbung für machen. Und wie gesagt, hier nochmal, falls ihr eben richtig gesehen habt, vom Assassin's Creed Film. Was am 27. Dezember nur im Kino in 3D. Da werde ich auf jeden Fall reingehen, da habe ich schon richtig Bock drauf. Ja gut, alle für sich, wie gesagt, eine ziemlich coole Box. Wie gesagt, es war die Loot Chest Plus, habe ich am Anfang vergessen zu sagen. Deswegen hier halt diese Christbaumkugel. Gute Mischung, für jeden was dabei, vollkommen in Ordnung. Und ich denke mal, die Preise, die da angegeben sind, sind auch recht fair. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal mit diesem Video. Und ich hoffe, dass ich jetzt bald mal meine Wootbox auch bekomme, die ja schon längst überfällig ist, die Star Wars. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Ich habe es bisher tatsächlich geschafft, mich nicht spoilern zu lassen. Und die machen es einem ja echt nicht leicht, ne? Selbst bei Facebook habe ich Werbung gesehen für die Funko Pop Figur, die da, glaube ich, dabei war, direkt weggescrollt. Ich habe sogar eine E-Mail von denen bekommen, wo dann so ein GIF drin war und dann auf einmal die ganze Box da rausnehmen, habe ich die direkt weggeklickt. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich nicht spoilern zu lassen. Ich hoffe, das klappt auch noch bis zum Unboxing. Bin schon ganz gespannt drauf, desto länger ich warten muss, umso mehr. Aber schreibt mir auf jeden Fall erstmal so unten in den Kommentaren, wie ihr die Loot Chest fand, so die Items, die dabei waren, die Loot Chest allgemein. Würde mich mal interessieren, wie ihr das so findet. Ich finde besonders cool, dass sie einfach immer auch eine gute Mischung haben und halt auch immer irgendwie so was Süßes mit dabei haben. Das finde ich richtig gut.
Das hätte ich eigentlich gerne bei allen so. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, einfach ein Abo dalassen und bis zum nächsten Mal. Ciao!